Dann gucke ich, dass ich mal hier so Twitch. Sagen wir mal hier hin. Ich muss doch schnell die Daten laden. Dann gucke ich, dass ich mal hier so. Okay, ich bin bereit. Moment, ich schreibe gerade noch einen Facebook-Post. Ich brauche noch kurz, also ist gleich fertig. So, das. Eggy, EAC an. Ready for taxi. Okay, wir müssen zur Startbahn 3-0. Ist das jetzt von uns rechts oder links? Bin mich gerade nicht sicher. Rechts rum. Ach, warte. Taxi du vor, du bist 1-1. Ja, ich habe mir die 27 gegeben, Mann. Und ohne die sind wir 1. Jupp, ich habe 9-8. Rechts rum. Ja, ich weiß, es tut, wo der Daumen nach links zeigt, ich weiß schon. Was denn? Wenn du da gerade um die Ecke gezogen bist. Voll Speed und rum die Kiste. Es geht halt auch nicht immer auf die sanfte Tour. Wie heißt das, Maria? Willst du einen Geschwindigkeitsrekord aufstellen? Ja, ich musste auf dich so lange warten. Normalerweise Höchstgeschwindigkeit Texel 25 Knoten. In den 36. Ist ja keiner da, der sich beschweren kann, außer du. Danke. Hey, der Hammer und das Sichel. So ein Ding möchte ich auch mal fliegen. Diese Airbags. Ja, die haben was, die beiden. Ja, ne, aber die Airbags, die wäre schon cool. Also wenn sie die auch machen würden, das wäre schon richtig cool. Wenn man dann zu siebt in einem Flugzeug hängt. Alter, jetzt siehst du die auch so um die Kurve mit der Geschwindigkeit. Das arme Fahrwerk. Ah, das hält ja schon aus. Ja, ich bin. Ready for takeoff. Ja. Okay, set 100. Engine set.
Und Bremse los. V1, V2, rotate. Gears up. Gears up. Also das wirst du mir jetzt nie glauben. Hm? Ich bin jetzt ohne Flaps gestartet. Doch, ich glaub's dir, ich hab's gesehen. Flaps ab. Ups, das habe ich ja doch noch nie vergessen. Ja, scheißegal. So, dann wollen wir der SA10 da drüben noch mal ein bisschen zeigen, wo der Hammer hängt, oder? Ja, das würde ich mal behaupten. Ich würde mal sagen, turn left. Turn left. Die SA10, die ist für den Jammer noch auf SAM 1, oder ist die schon SAM 2? Das müsste SAM 2 sein, ich guck grad. Ja, SAM 2. Jetzt habe ich dich aus den Augen verloren. Ach da. Na. Die SAM ist übrigens auf Wegpunkt 3, wenn ich es richtig weiß. Also Name Target 1. Ja, laut Briefing auf einem Berg Elmar, oder wie hat der Kerl? Elbrus. Elbrus, okay. Na, ich würde sagen, Minimum 15.000 Fuß. So wird das mir anfallen. Also ich gehe hier schon Lichter aus und Masterarm an. Ja, Masterarm noch nicht, aber zumindest den Target Pointer mache ich an. Der ist schon Missile, den Missile fähre ich hoch. So, dann gebe ich mir noch einen eigenen Code für meine lasergelenkten Bomben. Vielleicht auch tun. Nö, warum? Wenn ich ihn ende, brauchst du ihn nicht ändern. Ja, ich ändere ihn trotzdem immer. Perfekt, so, dann stellen wir uns auch die Waffen noch ein. Bist du noch hinter mir? Jo, so einigermaßen. Also ich sehe dich noch. Bin ein bisschen weit vom Wegpunkt abgekommen.
Das ist Maria, steig mal nicht so heftig, du bist gleich wieder im Store. Ja, ich hab gleich 15.000, dann level ich aus. Gott im Himmel. Wer hat dir die A10 beigebracht? Niemand, alles selber. Mal ein bisschen gequält gehört das Ding schon. Ja, ihr unterschätzt das Flugzeug immer. Keineswegs. Schon gar nicht ich, wenn ich hier mehr als über 150 Stunden schon drauf habe. Nur auf dem Server. Also hier auf dem STP-Server. Okay, geh mit Fanspeed auf 75. Wollen wir nicht so langsam mal Richtung Wegpunkt 4 eindrehen? Wegpunkt 4, warum? Weil da Target 1 ist. Ich dachte, wir machen die SA-10 fertig. Ja, und das ist Target 1. Ach so, ich dachte, du sagtest Wegpunkt 3. Ja, das ist auch nur der Fernsehpunkt. Das habe ich jetzt auch gerade erst gesehen. Kein Problem, können wir gleich machen. Welches Programm vom Jeff Blair nimmst du? Also im Prinzip nehme ich beim Start immer das C-Programm. Das ist quasi ein Haufen Flares mit einmal raushauen. Dann je nachdem, was ich brauche. Wenn ich Radarsignale habe, die nicht so, wie soll ich sagen, die nicht so schlimm sind, dann gehe ich aufs D-Programm. Und wenn ich ganz viele Chaff brauche, dann gehe ich aufs B-Programm. Okay. Ah, geht gleich beim Tacken das Y schon. Sobald die SA-10 kaputt ist, fliegen die Tanker und die Airbags los. Die standen ja beim, wo wir losgeflogen sind, noch unten auf der... Ja, ich hab's gesehen. Nee, weil sonst ist das immer auf X gewesen und da ist es auf Y. Ich dachte, Y funktioniert noch nicht. Y müsste funktionieren, ich hab's so eingestellt. Ich auch. Ich habe es jetzt eben nochmal nachgelesen und eingestellt. Ja, irgendwie fällt mir Dynamics. Der hat doch immer was im Aussetzen. Ich doch auch. Du textest zu schnell um die Kurve. Ja, bemühe dich mal in dein Leben. Ich gebe dir gleich mit der High Five. Ja. Ich werde hier angedingst.
neue E-Mail, dann klingelt immer mein Handy. Ja, warum nicht? Bin gespannt, ob ich sie finde. Na, wenn du sie nicht findest, dann stufe ich dich als Maulwurf ein. Du, ich bin krank. Ich auch, aber nicht körperlich. Achso, du bist von Haus aus krank, ja, das glaube ich dir sofort. Also die sind, ja, an dem Elbrus, da hat es irgendwie zwei Hügel. Genau, und dann müssen die da irgendwo dazwischen sein. So viel kann ich schon mal verraten. Ja, habe ich gesagt, jetzt habe ich mal auf 43 Meilen, konnte ich mit dem Targetpoint ran zum... Ich gehe mal... Ich geh mal rechte Seite Combat Spread. Ja, und ich steige noch ein bisschen. Copy. Ich glaube, da mache ich mit dem Steigen. Ja, 4 Mavericks sind einfach zu viel. Nicht für diese Mission. Ich mal noch ein Stück nach rechts. Ich probiere mal das Profil Emil beim Jeff und Flair. Okay. Das verwendet. 2-2 alle halbe Sekunde. Ich sehe es ja. Ja. Oh, jetzt bin ich aber schon verdammt langsam. Ach Quatsch, die muss das abkönnen. Ja, ich war nur mehr bei 125. Oh, schön, hier oben hat es knapp 50 Grad minus. Oh, siehst du das? Positionsinfo, CDU. Oh, ich kann schon ein Radar erkennen.
Auf wie viel Höhe bist du? 20.000, 21.000. Oh, ich komme gleich auf 22.000 hoch. Also ich kann schon ein kleines Radar erkennen. Ich sehe jetzt, bin jetzt halt genau zwischen den beiden Bergkuppen. Habe auf Black White umgeschaltet. Sehe aber noch nichts. Na egal, ich werde jetzt trotzdem noch ein bisschen steigen. Ja, ja, ich auch. 188 Knoten, 187, Alter. Ich steige ja mit drei, mit einem Winkel von 2 Grad. So, ich bin bei 8 Grad. Jo, ich habe RWR-Warnung vom Search Radar. Perfekt, ich komme mal ein bisschen zu dir rüber. Immer nach links Richtung Target. Copy. Okay, ich gehe so circa mal auf 25.000. Ich habe noch nie eine SA-10 in so großer Höhe bekämpft. Ja. Glaube ich, würde mal sagen, da wir in den Bären kämpfen, wird es das schon in echt auch mal so gegeben haben. So, jetzt muss ich da gucken, weil ich glaube, jetzt erkenne ich da auch was. Ja, ich habe das Radar in Sicht. Also ich habe die ganz linke große Antenne gerade auf geschalten mit der Maverick, und wenn ich in Reichweite bin, dann greife ich. Okay. Ja, wie gesagt, da musste ich ein bisschen mehr nach rechts rüber, damit ich sie auch sehen kann, weil wenn ich vorher wie etwas weiter links war, da konnte ich sie nicht sehen, da war sie hinter der Bergkuppe richtig schön verschwunden. So, ich bin gleich auf 11 Meilen ran. Okay, jetzt erkenne ich schon noch was. Was ist das jetzt? Das langsam drehende Radar, das müsste das Trackradar sein. Okay, ich bin in Reichweite. Komm schon, lock on, Baby, lock on. Jawohl, Rifle. Copy. Na komm. Und nochmal, Rifle. Ich drehe nach links weg. Copy. Okay, jetzt habe ich auch den Lock. Jetzt hat's mich auch gelockt. Ah, hier ist das Radar. Okay, was hast du jetzt bekämpft? Die zwei Antennen, die nebeneinander stehen, warte einfach, bis sie eingeschlagen sind. Sind noch 15 Sekunden. Okay, dann nehme ich mir die beiden Werfer vor. Splash One. Splash Two. Gut, kannst. Oh, sie trackt mich. Okay, aber die Radarantenne ist noch da. Ja. Misse, misse, misse. Thank you.
Das Ding steht an der weitest linken Flanke des Dings, Trackradar. Ganz ehrlich, ich bin schon so nah dran, ich gehe mit der Gun rein. Happy Suiciding. Und hat ein Gun-Angriff, was hier passt, was sie braucht? Der Angriffswinkel hat nicht gepasst. Oh Mann. Na komm schon. Das ist schwierig in dieser großen Höhe. Oh Gott, Darkstar ist airborne. Oh, ich sehe dich da rumfliegen. Ich bin gefallen. Ich hab's gesehen. Ah, verdammte Hacke. Ja, ich weiß nicht. Ich bin über den Berg, bin um den Berg rum und konnte nicht mehr steigen. Ja, weil man hier oben keine Luft mehr unter der Flüge hat. Hier ist es so dünn für die A10. Ja, zu schwer. Ganz dir einfach zu schwer. Aber wie gesagt, ich dachte, du nimmst das große Radar, aber das hat ja gar nichts abbekommen. Das hat was abbekommen, es ist auch kaputt, nur das andere ist noch da. Es hat zwei große Radars, das sind Suchradare. Und es hat ein kleines, das ist ein Trackradar. Und das muss kaputt gemacht werden. Wie gesagt, das hat nicht hingehauen. Rifle. Papi? Oh Gott. Was denn? Ich habe einen. Ich habe zwei 31er Spikes auf dem RWR. Puh. Wir sind noch 70 Meilen weg auf 24.000 Fuß, aber trotzdem sind immer noch MiG 31. Die sind relativ fix hier. Ja. Ich habe gesehen, dass die Tanke gestartet ist. Ja, ich weiß, sie sollten auch starten. Die AVAX ist auch gestartet. Ja, was machen wir bitte mit der 10 gegen eine MiG 31? Kannst du mir das mal verraten? Wenn du richtig geguckt hast, merkst du, dass da auch MiG 21 zur Verfügung stehen. Ich hab keine MiG 21.
Na, in einem Dogfight hat eine MiG-31 auch das Nachsehen gegen eine A-10, vor allem tief unten. Ja, aber dieses Flugzeug ist auf Reichweite ausgelegt. Darum haben sie ja die 154C Phoenix kopiert von den Amerikanern. Ja, und deswegen trackt mich das Mistding auch. Ja, mich auch. Ich stehe am Boden und ich werde auch getrackt. Missile! What the fuck? Dummerweise habe ich keine Dings mehr. Keine Chef. Das ist blöd. Komm, mach das einfach mit, was ich mache und. Altitude. Ich hau grad vorne eine Rakete ab mit in der AC. Pull up. Ganz ruhig. Immer cool bleiben. Oh, ich bin cool. Hey, warum machst du das nicht, du Mistding? Pull up. So, da hätten wir schon mal eine Long Range Missile defeated. Warum ist meine Temperaturanzeige bei beiden Triebwerken off? Inverter vergessen anzumachen, Batterie aus. Altitude. Ist alles an. Pull up. Warum kann die mich tracken? Wo ist das Mistding? Die muss nah sein, ich höre sie. Ich habe vorher den Fehler gemacht, ich hätte noch mal abdrehen sollen und um den Berg kreisen sollen, dass ich wieder steigen kann. Die sind 110 Meilen hinter mir und können mich aufschalten, bis sie krachen. Ja, dann werden sie vielleicht sogar diese kopierte Version der IM-54 nichts haben. Warte mal, eine ist genau hinter mir, 21. Nee, das ist für dich. Du bist 1-1. Oder bin ich 1-1? Nee, bin ich. Die ist bei dir? Ja, wie bei mir, ich stehe am Boden. Ja, die ist bei dir, 9 Meilen weg von dir. Ja, super.
Das heißt, sobald ich mir so einen Meter über Boden bewege, bin ich tot. Ich bin unterwegs zu dir. Ich weiß zwar nicht, ob ich irgendwas ausrichten kann, aber... Altitude. Ah. Ich habe mal meine Zuladung abgeworfen. Pull up. Altitude. Okay. Ah? Pull up. Darkstar, Hawk 1-1. Cool, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Hawk 1-1, Darkstar, Bra, 215-450, at 5000. Nee, ich bin 1-1, okay. Ist sie doch hinter mir. Nee, du kannst nicht 1-1 sein, weil in der Maschine sitze ich. Habe ich da vielleicht was durcheinander gebracht? Wie gesagt, das ist keine finale Version der Mission. Du bist mir vielleicht ein Held. 212. Auf 10. Auf 15.000. Scheiße, die gehen auf die Airbags. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Warum geht man da keine F-15 her, die was die Airbags begleitet? Oder wie gesagt, F-18? Das ist keine fertige Version. Es ist einfach nur, um zu testen, wie das so funktioniert hier. Junge, da müssen wir nachbessern. Fang du erstmal an, ordentlich zu texteln. Sagt der, der was den Funk nicht mal benutzt und irgendwo startet. Ja, ich komm dann mal hoch. Für 110 auf. So, wo bist du jetzt? In der Luft, ich habe immer noch meinen JTRS an. Darkstar, Hawk 1-1. Wo bist du jetzt in der Luft? Ich glaube, ich hau in meine Reine. Ja, dann guck doch einfach auf dein THD. Ich weiß gerade selber nicht, wo ich bin. Ich bin in der Luft. Ich habe hier gerade mit einer MiG-31 zu kämpfen. Das ist gerade mehr als... Ja, ich komme schon. Die müsste irgendwo vor mir rumgammeln. Hab's. Da ist er. Na komm, geh nochmal in deinen Brenner. Die müsste dir theoretisch entgegenkommen, wenn ich das richtig sehe. Also ich habe zumindest jetzt am RWR habe ich rein nur jetzt die Airbags. Ja, und ich versuche gerade einer MiG-31 zu folgen. Mit 274 Knoten. Ja, bin auf 3000 Fuß.
Richtung 200. Ich fliege auf 14.000 Fuß Richtung 088. Und zwar einer MiG 31 hinterher, weil ich sonst keine Probleme habe. Ja, was beschwerst du dich dann? Sehe ich sie nicht mehr, die muss irgendwo da hinten untergetaucht sein oder im Brenner. Ich probier mal was aus. Die ist auf 11.000 runtergesunken und ist jetzt kalt gegangen. Ja, gehen wir auch mal auf 11.000. Darkstar, Hawk 1-1, request bogey dope. Hawk 1-1, Darkstar, Bra 095-43 at 7000, cold. Was sucht die da unten? Darkstar, Hawk 1-1, Alpha, check the tanker. Hawk 1-1, Darkstar, no tanker available. Was? Ja, der Tanker ist kaputt. Oh man. Warum sind die jetzt plötzlich wieder auf 15.000? Das brauche ich nicht versuchen, die hauen ab. Das heißt, sie haben uns den Tanker genommen und sind verschwunden. Jo. Ich fliege wieder okay. Zurück zu Target 1. Jetzt bin ich ja leicht. Ich habe zwar nur noch die Gun, aber pff. Hey. Ja, jetzt ist. Ich sehe die MiG 31 jetzt, die lockt mich. Shit. Von wo ungefähr? Moment, ich drehe auf die Richtung zu. Okay, die kommt aus Richtung. Kommt hin, ja. 115, okay, dann kommt die aus der Ecke wieder, wo ich gerade hingeguckt hatte. Gibt's ja nicht. Weil ich hab den Spike nicht. Ja, wurscht. Ich habe jetzt meine Waffen fallen lassen, bis auf die zwei Zeitweide, was ich noch habe, und jetzt soll es mal kommen. Ich bin auf 13.000 Fuß. Okay. Ich werde zwar sowas vom verlieren, aber ist mir egal. Ja, wenn ich gleich von der SA-10 runtergeholt werde, oh, jetzt habe ich den 31er Spike auf, dann werde ich mich in die 21 setzen. Nö, dann werde ich wahrscheinlich den Server trennen stellen und dann noch zwei F-15 dazugeben. Oder findest du nicht? Nein. Ich habe mit Absicht die Flaming Cliffs Flugzeuge rausgelassen. Nee, passt schon.
Aber wie ging das nochmal, dass du den Suchkopf der Sidewinder kreisen lässt? Da gab es ja irgendwas. Hat als SOI und dann TMS Upshot. Okay, danke. Du, ich sag's dir, die geht jetzt auf die Alex. Das kann gut sein. Darkstar, Hawk 1-1, request bogey dope. Jetzt ist der Lock weg. Ja, der Lock ist weg. Dann ist so kalt hier gegangen und von dir abgehauen. Das wäre ja noch, wenn der A10 MiG-31 einschüchtern kann. Ja, anscheinend habe ich es geschafft. Weißt du, wie wenn du vor so einem so einem weißen Tiger oder sowas stehst und dann auf ihn zurennst, so, und der dann auf einmal wegrennt. Als ob. Beziehungsweise die Füße werden gelb. Genau. So ein Scheiß. Ist denn der? So, dann bin ich mal gespannt, was ich hier mit der Gun reißen kann, weil jetzt bin ich ein bisschen schneller. Ah, ich komme zu dir. Gut, ich bin auch gut tausendfach leichter als vorher. Sam 2. So, jetzt gibt's ein bisschen was auf die Glocke. Inhalt, ganz. Lass mir bitte auch noch was übrig. Hier steht noch genug rum. Ich habe nämlich auch nur mehr die Gun. Also bist du jetzt halt noch bei der SA-10 oder? Jo. Ist schon etwas weiter geflogen. Pull up. Altitude. Gun run complete. Darkstar, Hawk 1-1, request picture. Hawk 1-1, Darkstar, picture, single group at full 273, Fork 110, at 15,000. Ist das schwierig, hier oben einen etwas höheren G-Turn zu ziehen.
bin gerade im Spekulieren. Wie ging das nochmal, dass ich da das Bullseye eingebe? So, den Rest überlasse ich dir. Bullseye, du kannst dir einen Anchor Point anzeigen lassen. Dodge is RTB at 20,000. Hä, warum gehst du RTB? Dodge on station at more than 2. Ah, dachte ich mir schon. Gut, ich gehe mal gucken runter zu Wegpunkt, also Target 2. Was da noch ist. Ja, ich bin auf 22.000 steigend und bin noch. Ja, wenn er sagt kalt, dann sind die ja neutral, oder? Dann sind sie, fliegen sie von dir weg. Ja. Neutral würde ich jetzt nicht behaupten. Gut, die sind in dem Valley da unten. Naja, ich habe noch 28 Meilen zu Wegpunkt 1. Zu Wegpunkt 4. Nein, kennt man Scheißdreck. Ich hätte die Wegpunkthöhen runtersetzen sollen. Warum? Weil mein Target, Target Point jetzt in den Himmel guckt. Ach, da unten, ich hab's. Okay, bin auf 26.000. That was amazing. Gegen eine Triple A mit einem ganz weit anzusteigen, einzusteigen ist aber auch witzig. Und ein bisschen arschlos von mir. Na egal. Ganz klar. Oh, Messe! Das fand ich jetzt nicht so witzig.
Hey, guck mal bei deiner Message nach, ob ich dir was gesendet habe. Negativ. Wie geht das dann, dass ich dir was sende? Das geht doch irgendwie. Ja, bei To musst du, glaub, Gruppe und ID gleichzeitig eingeben, also 0198 in dem Fall. Wohl 198, das muss ich wo eingeben? Bei 2. Oh, nur noch 290 Schuss, das ist aber nicht mehr viel. Aua! Ganz klar. Und noch einer. Und eine Missile Launch. Und mein rechtes Triebwerk will nicht mehr so richtig. Ja, ich bin ATB, ich habe nichts mehr, ich habe keine Leistung. Mein G-Cast ist ausgefallen, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ich gehe nach Hause. 270 Grad, also nach rechts. G-Cas. So, hat das jetzt funktioniert? Hast du eine Message bekommen? Negativ. So, du hast 0127, ne? So, 01272. Moment. Test, Mod Text, Send Message. Ist die angekommen? Nö. Wo bist du, wenn ich fragen darf, welche Höhe? Auf jeden Fall unter dir. 12.000. Ah, ich sehe dich. Ja, dafür ist es Ted da. So, 2701. Probieren wir es mal auf die Art. Ups. Mod Texts. Jetzt? Ja, jetzt ist was bekommen. Okay, du musst erst die ID, also die Own-ID und dann die Gruppen-ID eingeben. Also wo bei mir sehe ich die jetzt? 9801. Dann musst, also du gehst dann auf Message und dann auf RCVD. No message. Wo ist er denn? Wow. So, rechtes Triebwerk ist ein bisschen wärmer und ein bisschen kaputter. Fünf. Minvody. Hawk 1-1, inbound.
So, drehen wir die Kiste mal ein bisschen aus. Endspeed? Hast du welchen? Unterschiedlich. Ob sich drin in die falsche Richtung. Aber ich höre dich ankommen. Nee, ich drin. Ich bin gerade mit der Trimmung beschäftigt. Ja, mach. Ja, genau. Hoffentlich fallen ja die Triebwerke aus. Guten Tag! Krach noch in mich rein. Vielleicht mache ich das auch. Jetzt glaube ich, bekam ich die Raketenwarnung. Ich habe auch zwei Raketen abgeschossen. Ich hab's gesehen. Jetzt bekam ich sie nochmal, die Raketenwarnung. Beherrsch dich. Was denn? Hab doch gar nichts gemacht. Warum sehe ich ständig deinen Speed? Keine Ahnung. Ach, wir haben ja hier noch 39 Meilen. In der Zeit kann ich eine Kippe stopfen und rauchen. Aufs Klo gehen, Haus bauen, Baum pflanzen. Nö. Kommt drauf an, was für ein Baum hättest du vor? Eine Ureiche oder sowas, irgendwas Großes. Ja, da hast du ein paar Löcher kassiert. Nur ein paar. Ich meine, ich bin ja auch hier in einem Messerkampf mit einer Schilka-Yang. Zweimal. Und tausende von BTRs, die da unten stehen. Danach sollte ich aber echt mal austreten. Wird langsam eng.
Hab mir mal eben auf dem Glare-Shield meine Kippe gestopft. Und immer schön lächeln. Oh, ich drehe mal ein Stück nach links. Achtung. Machst du sehr schön. Ich weiß. Ja, Mama. Lust auf den Walzer? Look, Mom, no hands. Und das magst du wirklich live? Ja. Oh Mann. Scheißegal. Knoten, ich gebe hier gerade Vollstoff. Ah, ich bin bei 310. Einen leichten Sinkflug mit dir? Aber ich habe wirklich nur ein paar Löcher. Nö, ist nicht so schlimm. Ja, aber trotzdem, meine rechte Turbine hat ein bisschen weniger Leistung als meine linke. Ja. Komm schon, so knapp vorm Ziel möchte ich jetzt keinen mit dem High Five. Ja, ich habe gerade ein Foto geschossen. Das lenkt ein bisschen ab. Ich sehe mir mal deine Unterseite an. Oh, die ist eigentlich ziemlich sauber. Ein Satz voller Zweideutigkeiten. Ich würde mal sagen, deinen Hintern hast du geputzt. Oh, gucken wir mal kurz Facebook. Also schnell Handy rausholen und ich sollte sowas vielleicht nicht auf dem Hauptmonitor machen, na egal. Oh, wir sind schon bei 319 km/h, wir sind in 2 Minuten da. Guck mal an. Ich sehe nichts. Ich level mal aus. Geh weg, Kippe. Da vorne hinter dem Berg. Ja, ich sehe die Runway. So, letztes Stück Munition weggeschossen. Das hat sie so mal in RWR eingezeigt. Mach's nochmal. Ich hab keine Munition mehr. Scheiße. Moment, das probiere ich jetzt auch aus. Oh, warte, bitte unter mir. Ich überhole dich schnell. Feuer! Right? Ja.
Kam nichts an? Ja, es ist die Rauchwolke, glaube ich, war es. Hau dich mal genau hinter mir. Moment. Negativ? Immer noch nicht? Komisch. Bei mir war irgendwas beim RWR. Noch immer nicht. Nein, na, dann lassen wir es. Na, schade. Ich break nach rechts. Ja, break ist gut. Fertig mit dem Break. So, stell mal 6G gerissen. Ja, mindestens. Ich bin. Hab einen Speed rausgenommen. Ah. Achtung, Speed Breaks. Guck mal, da ist der Tanker. Da unten brennt's. Nee, doch nicht. War nur ein Schornstein. Gears out. Ja, das out. War. Okay, drei grüne. Hab ich? Bin da, wenn auch. Sind wir schon da? Speed break, speed break. Wow. Was denn? Speed ist ganz raus. Oh, und da sinkt sie. Ja, ich merk's, ich bin neben dir. Komm schon, werd noch ein bisschen langsamer, du alte Schüssel. Na ja, mal, das ist eine Lady. Einhorn. Das ist nicht mal böse gemeint. Bist denn du? Ach, da unten. Mana Mana. De. Mana Mana. De. Mana Mana. De. Nur weiter. Wir sind übrigens gerade live, ich muss dich ja drauf hinwarnen. Wir sind nur nicht in den Livestream-Channel gekommen. Ah, okay. Hätte ich doch mal runterziehen. Wird's Beste sein, ne? Wenn du unbedingt scharf drauf bist, dann darfst du das tun. You were moved. User was moved to User joined your channel. Dankeschön. Danke. Hi. 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 Ey, das war jetzt fast anderthalb Stunden, die wir da rumgetingelt sind. Na, ist egal. So, cleanen wir mal die Config. Wollen wir jetzt bis zum Ende der Runway texteln oder in die nächste raus? Ich würde sagen, ich würde mal sagen, die nächste raus. Weil die Runway ist 13.000 Fuß lang. Das könnte mal eine Weile dauern, bis wir da am Ende sind. Naja, aber ich habe auch noch nie beim Landen. Und das Information gesungen. De. Mana. Guck mal, da ist eine Ausfahrt.
Komm, komm! Gar nicht so einfach, so ein 12-Tonnen-Schiff um die Ecke zu ziehen, ha? Vor allem nicht, wenn man keine Ruderpedale hat. Jetzt habe ich einen scheiß Ohrwurm. Ja, ich würde mal sagen, das war zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, oder? Ja, eine SA-10 auf den Elbrus anzugreifen war echt eine sehr tolle Idee. Aber es hat funktioniert, also. Ja. Ja, nur, wie gesagt, ich habe vorher einen Fehler gemacht. Ich hätte nochmal abdrehen sollen, sinken sollen, damit ich wieder eine Geschwindigkeit bekomme und eben wieder so in der Schraube nach oben drehen. Dass ich höher gewinne. User in your channel timed out. Tschüss, Sauce. User entered your channel. Das war knapp. Chief, turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. So, jetzt ist die Frage, repariere ich nochmal? Oder wolltest du wirklich einen Server ausmachen? Nö, aber ich finde, zu zweit ist es ein bisschen langweilig. Was sagst du? Ja, wir bräuchten ja hunderte von Flugzeugen, beziehungsweise 16. Hunderte Flugzeuge, beziehungsweise 16. Also mindestens pro Flugzeug 2. Ja, das wäre die F-14. Die haben wir noch nicht. Oder eine F-15 Strike Eagle. Okay, pro Flugzeug 2. Also pro Flugzeugtyp 2 Piloten. Ja. Ja, weiß ich. Vielleicht könntest du ihm das ausschreiben, dass noch mehr zusteigen. Stimmt, das könnte man ja mal machen für morgen oder so. Dass ich bis dahin die Map noch ein bisschen editiere. Was ist mit dem, der was erst gerade gekommen ist? Oder ist der schon wieder gegangen? Nee, Source ist da. Ja, der könnte ja jetzt auch mitmachen. Machen wir jetzt irgendwas zu dritt, oder? Was? Hallo? Source redet nicht mehr mit uns. Was macht ihr? Wir fliegen eine selbstgebaute Mission von mir. Genau. Ist da Yuis oder sowas denn? Eine Mi 8. Das Ding krieg ich nicht mehr gestartet. Ja, was sonst, weiß nicht, können wir was anderes auch, eine andere Mission auch starten oder einfach so Blödsinn treiben? Ist ja, machen wir sowieso immer, aber. Ich wollte gerade sagen, dann treiben wir mal keinen Blödsinn. So, ich werde mal den Stream hier ganz kurz beenden. Bis zum nächsten Mal.